future begins. Tobon Tade back am Start und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76 hier in diesem etwas verwilderten Gegend. Wir waren ja letztes Mal zuerst bei der Lodge hier und dann beim Kranninger Farm. Heute werden wir hier hingehen und da werden wir jetzt auch sofort mal hinlaufen. Hier waren wir letztes Mal, wo uns eine etwas aggressive Ratte getötet hat. Und hier ist Schnuckerschein. Sieht man auch nicht den Tag. Ja, das meinte ich letztes Mal, nur war die noch ein bisschen heftiger. Da oben habe ich eigentlich letztes Mal schon alles gelootet. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr looten. Und ist das Haus? Ach, das Haus ist noch nicht da drin. In dem Gebiet. Ich glaube, das da vorne haben wir auch, ja. Müssen wir einfach geradeaus laufen. Und hier mal die ganze Ortschaft erkunden. Hier noch eine Ratte, wo verpackt ist. Instapüree. Klinkenkorn. Zuckerwattenbissen. Gewürze. Haarklammerbox. Hallo? Nehmen. Also. Red Eggs. Was ist das für eine Toilette unter der Treppe? Aha, okay. Weinbuch. Sonst eigentlich nichts Besonderes. Ah, nur ein Stimpack. Okay. Schauen wir kurz noch hinterm Haus. Ah, ist auch noch so. Ist eigentlich... Also sogar in der Nähe ist dann auch nochmal so eins. Das glaube ich da hinten hier so. Und das ist eigentlich der beste Bereich, würde ich mal sagen, wo man also Lederzeug herbekommen kann. Gewürze, Stimpack. Ja, ein Stuhl halt. Komm hier irgendwie rauf. Hm, komm, Jump'n'Run. Und yes. Hä? Okay, ja, dann lassen wir es, wenn man hier nicht hochkommt. Dann hier zum nächsten Haus. Ein Infogewehr brauchen wir jetzt nicht. Aber ein Mod dazu. Das können wir auch mal machen. Also ich habe ja jetzt mehrere Mods. Und kann dann auch so durch die Waffen verbessern. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir als nächstes irgendwie eine Wasserpumpe oder so in der Art kaufen. Also bei so einem Händler. Weil wir haben ja jetzt schon so viele Rezepte bekommen. Aber irgendwie nie... Eine Wasserpumpe. Also nie etwas Größeres. Darum hätte ich jetzt mal gesagt. Oh, hier ist ein Schießplatz. Ah, das ist der Schießplatz, wo man die Bierflaschen aufräumen muss. Hm, noch eine hier. Hier wird doch bestimmt irgendwie auch eine Waffe mal sein, oder? Oh. Keine Legs. Bierflaschen. Wir müssen aber noch was trinken. So. Wir haben schon 5 Säcke Flaschen. 7. 8. Hier ist noch ein Munitionsautomat. Oh, wie ich es mir gedacht habe. Und komm. Ja. Habe ich bisher noch nie gehabt, eine Munitionskiste zum
Öffnen. Impro-Gewehr. Schauen wir uns kurz an. Impro-Revolver. 36 Damage. 17, 35. Lass mir aber mal trotzdem da. Bringt uns eigentlich nichts und wir können das eh nicht mitnehmen. Oh, hier noch was. Hier ist so eine Waffenbank noch. Wer jetzt gedacht? In dem Schießstand. Okay, das war's. Hier ist auch nichts mehr. Ja. Okay. Dann noch die Bierflaschen. Wir haben jetzt erst 8. Und noch 2. Vielleicht irgendwie hier. Bei den Zielen. Na, ich hab gedacht, die klappen irgendwie rum. Ah ja, hier vorne. Flieg um. Also. Okay, haben wir die Quest jetzt auch beendet. Schützenverein von Clarksburg. Dann gehen wir mal zu der Hütte da vorne, ne? Ach, da ist ja auch eine Quest, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Oder dass man irgendwie so Tore nicht aufbrechen kann oder so eine Art. Oh, hier ist sogar ein Roboter. Okay. Plastikteller. Munition. Oh, ein Safe. Warum kommen wir los? Ja. Vorkriegsgeld. Okay. Nichts, was wir gebrauchen könnten. Was sagt der? Papierziele sind so schnell hinüber. Das Wetter zerstört sie schon nach ein paar Tagen. An all den Gästen, die auf sie schießen, liegt es sicherlich nicht. Wären sie so nett und besorgen mir neue Ziele? Ich weiß, es ist sinnlos, aber meine Programmierung verlangt es. Aha. Früher haben wir Waffen und Munition verliehen. Die müssen Gäste jetzt aber selbst mitbringen. Habe jetzt gerade nur die Flaschen rausgetan. Und was ist hier unten? Springmesser-Mod. Und ja, ich habe letzte Folge bei der Farm eine Packung Schrotpatronen vergessen. Das habe ich dann beim Schneiden des Videos gesehen. Lagen unter einem Baumstamm, aber wenn man irgendwie das Spiel spielt, übersieht man das so schnell, also kann es immer wieder vorkommen, dass ich was übersehe. Könnt aber gerne mir schreiben. Wir sind in Clarksburg. Hier ist noch ein Magnet. Seht ihr aus Tagebuch? Mary besiegt mich immer bei Fang den Roten. Ich habe sogar schon mal einen Blick auf die Karten geworfen, als sie nicht hingeschaut hat. Davor habe ich einfach Geld vom Haufen geklaut. Mama sagt immer, Mädchen wie sie können jemanden wie mich nicht besiegen. Ich bin ein Wesley, also bin ich besser als sie. Ich muss besser sein. Sie darf nicht klüger sein als ich. Das darf sie einfach nicht. Okay. Ein bisschen, wie soll man sagen, frauenfeindlich oder irgendwie so. Frauen können ja sowohl ja auch schlau sein. Okay, hier ist so ein Dach. Ein Stuhl. Okay, sonst eigentlich nichts. Ja, Kronkorken. Wir haben echt schon 690 Kronkorken. Kann man mal sagen, Respekt. Schlosserhammer, da war's.
Hier noch abgekochtes Wasser. Das ist, glaube ich, so ein Supermarkt. Entsperren. Ah. Haben die Tresore hier irgendwie alle die gleiche, gleiche Kombination, so muss ich sagen. Wo haben wir die Kleidung? Hier. Raider-Rüstung. Rechter Arm 8. Das ist besser, ja. Hier bei so einem kleinen Supermarkt. Ein bisschen Essen. Haarklammernbox. Eben. 2 hinzugefügt. Nicht schlecht. Ah, hier gibt's sowas. Sieht irgendwie aus, als hätte man hier erst dieses Fleisch aufgehangen. Also, bisschen komisch. Muss man einfach mal so sagen. Hier irgendwie so ein Haufen Dreck. Und hier auch wieder ein verbackter Ghoul. Ah, sag ich mal nichts mehr dazu. Türe öffnen. Ah, braucht's eigentlich auch nicht. Also die ganzen Ghouls sind hier irgendwie voll verbuggt. Die ganzen Ghouls sind echt hier verbuggt. Und hier liegt noch jemand. Automatikpistole. Brauche ich nicht. Oder habe ich eine 10mm? Maschinenpistole. Brauche ich nicht. Hier Patronen. Hier gibt es echt viel zum Looten. Das ist hier irgendwie so eine Art Waffenladen, oder? 45er Patronen. Hier nur eine Werkbank, Waffenwerkbank. 44er Patrone. Und hier eine einzige. Patrone, Patrone und ein Jagdgewehr brauchen wir unbedingt. Weil, dann können wir das kurze. Oder, lass mal Laser. Habe ich gar keinen. Doch, Jagdgewehr 50. 50. Ist aber zu lange. Jagdgewehr. Okay. Ach, das kann ich nicht entsperren. Was ist denn da? Oh, schade. Aber ich weiß einfach nicht. Also, ich bekomme einfach den Skill nicht, dass ich Level 2 werde. Kann auch nichts dafür. Oh, hat er sich gerade bewegt? Nee. Okay. Aber nicht, dass ihr denkt, ich mache mit meinen Skills nichts. Das habe ich auch letzte Folge schon gesagt. Die mache ich immer vor der Folge. Oder beziehungsweise nach der Folge. Und hier. Ach, geht zur Post in Clarksburg. Okay. Und ich höre die ganze Zeit Steps. Escape. Ach, warum möchte ich die auch aufmachen? Ich höre doch Steps hier. Ich glaube, hier ist sogar ein Gegner. Warte, ich gehe kurz außen rum. Hinter dem Gebäude hängt hier irgendwie ein Zombie. Also ein Zombie. Ah, ein Verbrannter. Und hier wären wir bei der Tür rausgekommen. Ist auch hier so barrikadiert. In der Munition. Ein Steak. Und hier höre ich irgendwie Steps. Muss irgendwie jemand auf dem Dach sein. Oder? Sehe gar keinen. Komisch. Okay, komm, los. Ja, jetzt da. Kaputte Spawn-Up-Kamera. Okay. Es gibt auch irgendwie. Och nein, ernsthaft.
Lol, ich kann die benutzen. Aber ich glaube, die bringt mir doch noch gar nichts, oder? Ich nehme sie jetzt mal einfach mit. Und normalerweise ist hier jetzt eigentlich nichts drinnen. So, Alter. Hier ist ja so viel Dinge. Schachtel Zigaretten. Das einzige Vorteil, was mir das jetzt bringt, ist, dass ich jetzt 205 Fusionskerne mit Energie versorgt ohne aufgeladene Fusionskerne kannst du sie so nicht trennen. Okay. Also das einzige Vorteil, was mir das jetzt bringt, ist jetzt, glaube ich, also ich mal das hier, das ich mehr tragen kann, und habe ich jetzt mehr Schutz. Eigentlich nicht, weil ich keine... weil ich keine Rüstung... Also es hat mir jetzt mal nichts angezeigt, dass da Rüstung drin ist. Okay. Ah, hier ist so eine Kirche. Ah, hier nur so ein Toter. Medex. Okay. Aber was ich irgendwie, ich weiß nicht, schade finde oder nicht so gut. Also, man hat ja sehr viele Sachen, zum Beispiel die Mentats und das ganze Zeug, damit du bestimmte Fähigkeiten hast, sage ich jetzt einmal. Also, dass du für kurze Zeit stärker bist oder sonst etwas. Aber ich finde, die brauchst du meistens Zeit nicht. Außer halt vielleicht gegen den im Kapitol, da war ja ein, es war glaube ich ein Verbrannter. Und der war Level sonst was. Und ich versuche jetzt kurz noch hier rüber zu springen. Okay, klappt nicht. Und der war ja Level 62, aber da hätte ich ganz sicher keine Chance gehabt. Und kann man hier echt nicht drüber? Da ist schon Tresor und so. Aber das wäre eigentlich... Irgendwie, wenn man das irgendwie macht, dass man... Keine Ahnung, dass man das öfters bräuchte. Wäre irgendwie, finde ich, cool. Weil so ein brauche ich es ja eigentlich jetzt momentan nicht. Ist nur eine Kiste. Ah, kann hier nicht rein. Musste gerade cutten, weil die Musik wieder an war. Erkennungsmarken. Also das Rauschen, das liegt nicht irgendwie an meinem Mikrofon gerade oder sonst was. Das ist draußen, das sind die Quellen. Hofft, dass es euch jetzt nicht zu sehr abfuckt. Aber da kann ich nichts dagegen machen. Mais, Kochplatte. Hier oben wär's dann eigentlich. Was gibt's hier unten? Plasmagranate, Schießpulver. Hier nur die 10mm Patronen. Klebeband. Schraubenzieher. Wollte mal hier so ein Fach aufknacken. Was ich auch schade finde, oder ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich, ob ich das die ganze Zeit übersehe, aber es sind nirgendwo Kisten. Also keine Kisten, wo ich etwas reintun kann. Wo ich dann zu Hause auch hab, die... Ah, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vorkriegsgeld. Okay, hier war's. Ah, hier ist noch was. Okay, dann gehen wir hier mal ins Terminal. Behördenterminal. Hinweis, obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Daten zutreffend sind, kann der Postal Service die Richtigkeit hier enthaltener Informationen nicht gewährleisten. Der Postal Service ist in keiner Weise verantwortlich für Fehler in diesen Aufzeichnungen und nicht haftbar für sich aufgrund des Verlasses
auf die Informationen ergebende Gerichtsverfahren. Okay, und was muss ich jetzt hier machen? Untersuche den Schlüssel. Okay. Nach Schließfachnummer durchsuchen. So, vermieten. Ah, das wollte ich nicht. Nach vorne mit durchsuchen. Ah, warum geht der immer direkt nach draußen? Ach, Nachnamen. Daten wurden beschädigt. Holub und Laden nach Schließfach durchsuchen. Oh, das hier. Wesley 7 Main Craften. Ja, ich habe Craften gesagt. Okay. Ach, das war's gerade. Okay. Holz Picks Haus. Es ist hier unten. Ah, okay. Dann würde ich auch hier mal. Ah, hier ist sogar ein Vermisstenplakat. Das ist, glaube ich, der Junge, den wir suchen müssen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. War never changes.